Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen hier bei ARK, nachdem wir hier überfallen wurden. Ich überlege gerade, ob hier noch was fehlt. Hat hier noch was? Das Bett ist funktionstüchtig, es funktioniert alles. Gut, 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 gut. Wir wollten Krebschen jagen. Tun wir jetzt. Also, erstmal suchen wir an der üblichen Stelle. Wow, da habe ich doch einen gesehen im Augenwinkel, oder? Da ist er. Die wollte ich euch zeigen. So sehen sie aus. Ja, geh ruhig an Land. So. Trilobiten. Und was geben sie? Guckt euch das an. Perle, Öl. Wunderbar. Die brauchen wir, die Perlen. Das Chitin nehmen wir natürlich gratis mit. Ist klar. Oh, es wird schon dunkel. Schade. Aber wir gucken, ob wir noch was erbeuten können. Mein Hai hier fit für den nächsten Level? Ist er? Das ist gut. Melee Attack. Wom, schön hochgesetzt. Haben wir noch ein paar Trilobiten irgendwo? Die klemmen nämlich gerne mal. Ah, schon wieder ein Hai. Hier rum. Aber im Moment sehe ich keinen. Da verkrümeln wir uns auch ganz schnell, bevor der Hai nämlich Appetit auf uns kriegt. Aber wir haben ja einen Beschützer. Oh, ich könnte ja mal auftauchen. Mal Luft holen. Oh, es ist so dunkel, dass ich keine Trilobiten mehr jagen kann. Ehrlich. Gut. Das werden wir natürlich dann am Morgen machen. Ist gar kein Problem. Jetzt erstmal aus dem Wasser raus. Nee, keiner da. Ist auch keiner an Land gegangen. Ich sehe nämlich nix. Ups. Ist das eine oder ist das keine? Nee, ist keine. Das ist ein blauer Airdrop. Den lassen wir uns aber jetzt mal schmecken. Da flitzt man mal zu Fuß hin. Das nehmen wir doch gratis mit. Ach, da belohnen wir uns mal mit einem schönen Airdrop. Der ist sogar schon gelandet. Besser kann es nicht gehen. Ich glaube, die habe ich schon. Obwohl, wenn wir so weit hier oben sind, können wir eigentlich auch ein bisschen Metall farmen. Sag ich doch. Das können wir auf die Schnelle noch mitnehmen hier, ne? Das hat ja auch Gewicht, wie blöde. Guck mal, wie das steigt. Hammer. Da ist noch was zum Abbauen.
Wow, 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 das geht richtig ins Gewicht. Ach du Scheiße. Wir können es natürlich keinen mehr bewegen, nein. Ich würde mal sagen, die Hälfte der Steine als Kompromiss. Können wir uns jetzt bewegen? Ach du Scheiße, in Zeitloop. Weißt du was? Der Rest sind Steine, auch wenn es weh tut. Müssen dann weichen. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich glaube in die. Ist das richtig? Ja, ohne GPS brauche ich da gar nicht versuchen, drauf zu gucken. Aber ich meine, es geht in diese... Oh Gott, bin ich richtig? Da ist auch ein Airdrop. Ist das doch die falsche Richtung, oder? Dann müsste ich entgegengelaufen. So rum wäre es dann richtig. Oh je. Der Vorteil von dem GPS, wenn man es in der Hand hat, es leuchtet im Dunkeln. Die Zahlen sind da digital drauf. Ja, ja, links ist das Meer, das passt. Und dann kann man auch im Dunkeln sich zurechtfinden. Der Kompass im Dunkeln ist dunkel. Deswegen ist das jetzt nicht so prickelnd. Bin ich wirklich richtig? Ich irre gerade vollkommen wirr durch die Gegend mit viel zu viel Gewicht. Das ist nicht die richtige Richtung. Oh, Mann. Orientierung wie... Oh, furchtbar. Das könnte jetzt so passen. An die dicken Wacke gar nicht so erinnern jetzt. Ach, wer weiß, wo ich jetzt rauskomme. Dicke Bäume. Bin doch falsch. Ich bin, also egal wie ich jetzt gelaufen bin, ich bin falsch. Wir gehen runter an den Strand, ich brauche Sicht. Oh, wenn der Alpha Raptor wieder gespawnt ist, hier, dann breche ich. Ja, das kann's nicht sein. Ach, habe ich mich gerade erschreckt. Ja, das ist super. Es fehlt mir alles. Hier ist doch ein Stein, oder? Ja. Und hier ist doch ein Baum.
Da ist das Meer, dann muss ich rechts. Bei dir kann man sich erschrecken, Freund. Ja, ich bin schon so ein bisschen falsch gelaufen, aber geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Hell genug, können wir die Fackel wieder wegbringen. Aber das Metall ist halt wichtig. Ach, das ist gut, dann können wir nämlich gleich auch wieder neu auf Jagd gehen. Und die Flusskrebschen richtig uns zur Brust nehmen. Ich bin, muss ich jetzt vielleicht, wo sich jetzt die ganze Aufregung ein bisschen gelegt hat, auch darauf hingewiesen worden, dass wenn ich sage Kreatin, das natürlich so nicht heißt und so auch nicht ausgesprochen wird. Das ist mein Privatspaß. Ich will es einfach nur noch mal am Rande erwähnt haben. Ich find's einfach lustiger. So, das haben wir damit dann auch noch schnell gemacht. Bin nämlich gerügt worden. Also so, klein bisschen. Du, das heißt gar nicht Kreatin. Sag ich, weiß. Ist auch nur Spaß. Oh, das... Ach, und da unten ist ja die Tür. Ach, 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 ach. Ah. Nee. Hier ist ja nicht die doofe Tür. Das ist ja die Tür, wo ich... Ach. Ich bin schon nervlich. Wieder mal. Die Rampe ist aber auch noch kaputt, oder? Nö. Ja. Ja, was ist... Jetzt ist... Na komm. Nee, oder? Da kommt jetzt. Oh. Ich komm da nicht hoch. Oh. Okay. Probieren wir das nächste. Sieht aus, als ob die Wand eingedrückt wäre. Hey, ich komm mal rein. Hey, das ist cool. Das kann weg, das kann weg. Wow. So, Chitin. Ja, den... Ah, Moment, die Werte muss ich vergleichen. Stopp, stopp, stopp. Das ist ja das... Hätte ich mich beinahe blöffen lassen. Die da drin ist schon besser. Also fliegt die raus. So. Eine Leggin. Da fehlt mir ein bisschen Chitin. Fehlt mir immer noch. Okay. Öl habe ich gekriegt. Und das Perlchen kommt hier rüber. Da haben wir schon 6. So. So, auf geht's. Wir schnappen uns die kleinen Krebschen. Das ist auch trübes Wetter. Mensch. Da siehst du wieder mal nix. Gucken, ob wir trotzdem den einen oder anderen erwischen. Wäre ja nett. Vielleicht ist das trübe Wetter auch nicht. Ja, im Wasser ist es egal. Okay, Schildkröte. Hier sehe ich keinen von unseren Freunden.
da auch nicht. So, da muss man jetzt hier im Wasser sozusagen entlang schwimmen und auf den Boden genau gucken. Dann kann man sie in Ufernähe eintüten. Es kann natürlich sein, dass es so ein bisschen... Da ist doch wieder einer. Ja klar. Hab dich. Ich muss trotzdem kurz an Land, weil mir die Ausdauer weggeht. So. Und gleich wieder rein. So kriegt man seinen Kram. Es gibt natürlich unter Wasser auch Höhlen, aber wie gesagt, ohne Delfin brauchen wir erst gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, ob wir eine Unterwasserhöhle finden können oder nicht. Da hilft nur eins, sich die kleinen Quälgeister hier schnappen. Und ausnehmen. Wenn man sie entdeckt. Da hinten ist einer. Oh. Ob ich den kriege? Spielend! Muss man nur aufpassen, dass man keinem Hai begegnet. Da ist auch einer. Meine Ausdauer ist mal wieder am Arsch. Schnell ausruhen. Kurz hinsetzen. Und in die Fluten. Da sind zwei sogar. Wo ist er hin? Er hat sich jetzt natürlich verpisst. Aber gesehen habt, dass sein Kumpel dreckig geht. Scheiße. Ist weg. Nicht mehr zu sehen. Nee, er ist abgehauen. Er hat echt die Kurve gekratzt. Ah, ich muss wieder an die Ausdauer denken. Durchatmen und Haie immer im Blick. Da ist ein Delfin. Cool. Aber an den komme ich jetzt gerade nicht ran. Oh, das da hinten ist ein Hai.
10. Nichts im Moment. Natürlich jetzt auch ein Auge drauf, dass ich nicht einem roten Raptor über den Weg laufe. Das wäre jetzt ganz beschissen. Nichts zu sehen. Bin natürlich jetzt ein bisschen argwöhnisch. Also einen hätte ich gern noch gehabt. Wie gerufen? Er hat keine Perle gehabt. Oh. Okay. Ich müsste die Beute an Land bringen. Ich muss mich jetzt ein bisschen selbst zur Ordnung rufen. Ich will es nicht wieder verlieren. Wir haben schön Beute gemacht. Das sollen wir jetzt nicht riskieren. Oh, zwei. Oh, ich kann nicht widerstehen. Da muss ich drauf rumhacken. Oh, hier ist alles voll. Sag mal. Oh, scheiße, nicht drauf geachtet. Verdammt. Nix wie an Land. Ja, genau. So wie ihr auch. Oh, wart nur ab, wenn ich an Land bin. Dann bist du dran. Dich krieg ich. Na. Wahnsinn, was du hier einsacken kannst. Da ist noch einer. Lungert da rum. Den treiben wir gleich mal Richtung Strand. Ah.
Ah, wenn man so ein bisschen Auge für hat, dann kriegt man schnell den einen oder anderen zusammen. So, erstmal wieder durchschnaufen und die Ausdauer hochkriegen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Bist du ein Leichnam? Oh ja. Da kommt noch einer. Das ist ganz ordentlich hier. Kann man an der Küste schön die Jungs eintüten. Ist das auch einer? Ja, gerade an Land gegangen. Tja, Junge. Freunde sehen anders aus. Sorry, aber ich brauche den elektrischen... Was heißt elektrischen? Ich brauche den Generator. Kommen wir noch mit dem Dino nach Hause? Ja, komm, oder? Ah, Level 20, deswegen. Oh, ich treffe ja mal nix, hä? Sag mal, wo schieße ich denn hin? Ist ja unglaublich. Hier, ich hab doch hier von den... Ah, ich habe auch keine Narcotics. Ich habe keine Narcotics. Das ist ja jetzt doof. Da muss ich schnell ein paar holen. Wenn ich denn welche pflücken kann. Man soll nicht ohne Narcotics aus dem Haus gehen. Ehrlich. War jetzt auch so eine spontane Idee, den einfach so mit einem Pfeil zu begrüßen. Wollen wir schon sehen, ob wir das bereuen werden oder nicht. So, da waren ein paar dabei. Wo liegt er? Da liegt er. Ja. Komm, und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Ach ja. Die Hälfte haben wir schon. Schön. Drop. Drop. Das kann ich eigentlich essen. Ich habe ja auch Hunger. Na, der macht sich ganz gut hier. Ich muss da natürlich nur mal kurz... Ganz kurz gucken, ob hier noch was kommt. Boah, ist das seicht hier. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Mein Freund. Meine Freunde. Schön an Land.
an. Na, hier ist nix. Och, ist der schon uns? Der hat schon eine grüne Schrift. Tatsächlich. Da ist er. Ja, dann neutral. Und komm mal mit. Wir gehen jetzt. Mal gucken, ob du das kannst. Und Angriff. Schnapp ihn dir. Oh, der ist ein bisschen besser. Der war in einem höheren Level, ne? Egal, komm mit. Ach, was sehe ich denn hier? Was haben wir denn da? So. Na komm. Wetz, 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 wetz. Oh, was war das denn? Oh, ich bin schon so ein bisschen erschreckt gerade. Das kam jetzt ganz komisch. So, hier ist dein Zuhause. Komm. Ich glaube, ich habe schon wieder ein Weibchen erwischt. Ich bräuchte ein Männchen. So wie sieht's aus. Das ist ein Weibchen und das ist ein Weibchen. Verdammt. Also als nächstes müssen wir ein Männchen uns holen. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Beute ab. 31! Das ist ja mal eine Hausnummer. Oh, schön Chitin hier noch. Nice. Und schön Öl. Gut, 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 gut. Jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Struktur. Ach so, Ingots. Polymer kann ich ja erstmal vergessen. Zehn Electrics brauche ich.
Nein, Komponenten war es. Ach so. Ja, klar. Der muss an sein. Zehn kann ich herstellen. Dann habe ich noch 40 Ingots. Dann kann ich mir tatsächlich den bauen. Der wäre dann fertig. Laserpointer. Oh, 40, Alec. Das ist doch zu viel, verdammt. Laserpointer. Natürlich sehr schick. Gut. Ach ja. Ich könnte ja mein Fleisch mal verteilen. Ach, guck an, her damit. Hitpoints sind wieder oben. Wunderbar. Hier auch. Ist auch wieder geheilt. Auf jeden Fall Hitpoints machen. Das Fleisch nehme ich mir doch gerne. Ach ja, ich habe das Fleisch vergessen. Ach. Fällt mir jetzt auch gerade auf. So, Hitpoints hoch. Stego. Sehr gut. Alles gut, alles gut, alles gut. So, Fibers gehören hier rein. Und hier war doch der Treibstoff. So, da schmeißen wir das Ding an. Ha! So, den lassen wir einfach mal laufen. Obwohl, den Lärm brauchen wir eigentlich nicht. So, jetzt hat es leider nicht für alles gereicht. Mir fehlen noch Perlen. Was mich mehr nervt. Ist das da. So, die reparieren wir jetzt erstmal.
Wunderbar. Hier dachte ich mir, stell mir das Ding hin. Geiles Teil. Gefällt mir jetzt schon. Schön. Der Generator. Cool, oder? So, da muss auch Sprit rein. Okay. Jetzt haben wir elektrische Leitung. Wir brauchen unbedingt mehr Perlen. Das ist der Auftrag fürs nächste Mal. Ich würde mich jetzt verabschieden. Wir haben schon mal den nächsten Schritt getan zur Beleuchtung unserer Basis. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann natürlich mit einer weiteren Folge. Wir werden dann noch ein bisschen unsere Krebschen abfarmen und nach Perlen Ausschau halten. Die brauchen wir zwingend. Das wäre nicht schlecht. Und vielleicht noch einen männlichen hier bei den Dilos. Dann sind die sozusagen auch wieder glücklich. Und vielleicht legen sie auch ein paar Eichen. Vielleicht schnappen wir uns auch wieder einen Raptor. Mal gucken. Wir schauen mal, was uns noch in den Sinn kommt. Also bis dahin, macht's gut und noch viel Spaß im Netz. Tschüss!